Man hat sich schon gefragt, wann Boris Becker zurückschlagen würde. Und tatsächlich, nachdem Oliver Pocher in einem ellenlangen Statement gegen Becker ausholte und sich über seine Bankrottsituation lustig machte, konnte auch Becker mal wieder nicht die Finger stillhalten. Er machte seinem Unmut Luft und verfasste ein paar Worte, die deutlich unter die Gürtellinie gehen. Schwierige Kindheit, Jehovas, bedeutet wohl Zeugen Jehovas, kleinwüchsig, arbeitslos, leere Hallen echt umgelaufen, lautet ein Twitter-Eintrag von Becker, den er inzwischen wieder gelöscht hat. Wahrscheinlich hat auch der Ex-Tennis-Profi schnell eingesehen, dass dieser Post zu weit geht. Zur Erklärung, Oliver Pochers Eltern gehören den Zeugen Jehovas an. Oli wuchs mit dieser Glaubensgemeinschaft auf, wandte sich aber im Alter von 18 Jahren von ihr ab. Der Entertainer misst 1,73 cm, also alles andere als kleinwüchsig, auch wenn er zu den kleineren Männern im deutschen Fernsehen gehört. Seit einigen Jahren ist er dort nicht mehr so häufig zu sehen wie früher. Zuletzt moderierte er gemeinsam mit Oliver Schlesinger die Fußballsendung Van Dijk auf Sport 1, die jedoch nach einer Ausgabe wieder abgesetzt wurde. Außerdem belegte er bei der Reality-Show Global Gladiators den ersten Platz. Was er seitdem genau beruflich macht? Nicht so ganz klar. Trotzdem kein Grund, ihn damit aufzuziehen. Dasselbe gilt aber auch für Pocher, der momentan ebenfalls jede Situation nutzt, um Becker 1 auszuwischen. Ein andauerndes Hin und Her.